vorgestellt: Graveyard Keeper, Breaking Dead and Stranger Things Game of Crone. Das sind die DLCs, die letzten zwei Dinger, die hier im Spiel jetzt mit mehr sind. Ja, wir sind jetzt hier und ja, wie das immer so ist, habe ich letztes Mal dieses Spiel dann gespeichert, dann wacht er wieder auf und dann ging die Story weiter, aber ich glaube, die Story kommt jetzt gar nicht mehr. Das ist ein bisschen doof, weil er nach der Story wohl nochmal abgespeichert hat. Hier stand jemand, der dann als Dieb bezeichnet wurde von uns. Was machst du hier? Etc. und so fort. Und ja, da ist es dann so gewesen, dass ich den halt dann begleitet habe zum Flüchtlingscamp. Das können wir gerade mal einmal hier in den Tutorials, kann ich hier das Flüchtlingscamp oder Flüchtlingslager steht hier, ist da. Da war dann einer, der uns dahin geführt hat. Wir haben mit dem gesprochen und warum die hier sind, wieso und weshalb und Inquisition und sowas. Und dann da ist ein Inquisitor, ist auch gefangen worden und sollte auch liquidiert werden. Und ja, da gab es ein bisschen Text halt sozusagen und das war in einem Lager, in so einem Zelt. Und ja, der ist ein bisschen schwerhörig dann noch. Und der Typ, der Dieb, der sozusagen hier war, der hat dann gesagt, okay, man sollte nicht so auf ihn hören, aber es geht einfach darum, dass wir denen Nahrung geben und die geben uns dann sozusagen andere Dinge. So, die meisten Gebäude im Flüchtlingslager erhöhen die Lagerqualität. Flüchtlinge generieren Zufriedenheit aus Essen und Wasser. Das müssen wir denen also besorgen. Zufriedenheit erhöht die Lagerqualität, die in Flüchtlingsglück umgewandelt wird. Flüchtlingsglück wird für neue Gebäude und neue Flüchtlinge gebraucht. Und das ist jetzt das Ziel, dass wir denen dann da voran helfen, ne? Gut, da, wir können ja mal bei bekannte NPCs reingucken, aber so wie es aussieht, nee, sieht man hier nichts. Hätte sein können, ne? So, gut, Orte. Ne, da sind wir ja auch nichts. Das ist ein Tutorial hier. Das Flüchtlingslager war jetzt hier nur zum Dingen. So, dann gehen wir auch weiter und schauen zu, dass wir hier vorankommen. Ja, ich weiß nicht, wo das Flüchtlingslager ist, weil wir sind nicht von hier irgendwie losgezogen, sondern der ist aus dem Haus raus und ist dann ins Flüchtlingslager angekommen. Wo es ist, keine Ahnung. Die Karte, gibt die uns da Auskunft drüber? Ah, da oben steht Camp. Vielleicht ist es das. Ja, müsste man mal gucken dann, ne? Ja, schauen wir mal. Gut, wir hatten aber letztes Mal, oh, es ist eine Leiche angekommen. Na, dann gehen wir da erstmal hin. Da ist sie. Ja. Eins, zwei, drei, vier. Esel verdient noch mehr Karotten. Was machst du da? Ich streike. Was soll das heißen? Das heißt, dass ich mich nicht weiter unterdrücken lasse und dir keine weitere Leiche mehr bringe. Cool. Jedenfalls nicht für uns, ich habe eine Reihe von Bedingungen. Zuerst verlange ich bessere Arbeitsbedingungen, öle die Räder und ich ertrage diesen Klang nicht mehr. Außerdem Urlaub, keine Leichen mehr am... Keine Ahnung, was das hier für ein Sonntag ist oder sowas. Und zuletzt, ich will besser bezahlt werden von dir. Diese Leichen sind nicht ein Eigentum, sie sind natürlich Ressourcen und ich will meinen Anteil. Jeder weitere Leiche kostet dich 5 Karotten im Voraus. Du kannst du in einer speziellen Kiste hier packen. Ich hole dir dann die Karotten daraus. Wenn dir das nicht passt, kannst du dir einen anderen Esel suchen. Oh, es gibt keinen anderen Esel? Naja, haha. So, gut, da ist jetzt irgendwie was hingekommen. Wir müssen jetzt mal gucken, dass wir wahrscheinlich die Kiste erstmal bauen. Und da müssen wir den Karotten reinlegen, damit wir Leichen kriegen, oder was? Gut, und jetzt steckt da die Karotten rein. Jetzt muss ich gucken, ob ich Karotten dabei habe. 7 von 10 steht hier jetzt. Okay, das heißt, wir haben nicht genug Karotten. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir auf dem Feld noch welche haben. Aber ich glaube, die sind wahrscheinlich noch nicht so weit. Nee. So, das bedeutet, wir haben keine Karotten. Und jetzt werden wir hier bestochen. Die Revolution des Donkey geht jetzt los hier, ne? Das war auch Teil von dem Spiel. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir Karotten ansehen. Haben wir ja natürlich schon, ne? Haben wir denn noch mehr Karotten? Dann müssen wir noch mehr Karotten anpflanzen. Kohlsamen, Karottensamen. Aber da sind nur 2 da. Das heißt, wir müssen erst welche kaufen gehen. Wir haben aber das Eisen. Wenn wir das Eisen haben, bedeutet das, dass wir zusehen können, dass wir das beim Schmied verkaufen und dann Ware kriegen. Ja, nützt nichts, ne? Vielleicht sollte man den Esel nehmen und den Karren hierher ziehen, damit es schneller wird. Ja, so sieht's aus. Ärgerlich, ne? Warte mal, was ist denn das für eine Zeit jetzt hier?
NPCs. Wer ist denn jetzt da? Jetzt. Das ist die Sonne, der Sonntag sozusagen. Wer ist im Sonntag hier oder da erreichbar? Er hier. Der ist der, sein Motto: Bete, predige, sehe Wohlabend aus. Also da gibt es keine Aufgabe zurzeit direkt. Aber wir könnten ja mal gucken, bevor wir da weglaufen, ob der am Hexenhügel zum Beispiel steht. Ob der hier ist. Könnte sein, ne? War das schon immer so lang, der Weg da hoch? Okay. Hier ist er nicht, oder ist er in der Kirche? Kann natürlich auch sein. Dann sollten wir da mal hingehen. Und da noch nachschauen, bevor wir weg sind. Ah, jetzt ist die Zeit schon rum, jetzt hat sich sowieso erledigt, aber wir sind auch falsch gegangen, wenn, ne? Was haben wir denn hier noch für Felder? Ich weiß nicht, ob hier zum Beispiel der Dingens war oder ob das mit dem DLC gekommen ist, die Vogelscheuche zum Beispiel. Ich glaube, das hat sich optisch auch leicht was verändert, meine ich. Naja, schauen wir mal. Gehen wir erst die Eisenbahn verkaufen, wenn es ein Eisen ist. Möhren kriegen wir unten. Ah, du, guck, da läuft er. Nicht jetzt, mein Sohn, da sind wir zu spät. Also er war bei der Kirche. Ärgerlich, aber ist halt so. Oh, Halloween. Das war auch noch nicht da letztens, oder? So, Schmied war... Wer ist das denn hier? Ach, eine Dame. So, der Schmied war hier. Dann kriegen wir... Ich hoffe, der steht da auch. Ne, der steht da nicht. Es ist tatsächlich reingepatcht für Halloween. Resvolt brauchen wir 80. Shit, das ist dann doof. Ne, das war jetzt falsch. Nicht so Escape drücken. Jetzt müssen wir Möhren haben. Wie viel Geld hätten wir denn jetzt? 8. Da kriegst du aber keine Möhren für, würde ich sagen. Ist die Frage, ob wir irgendwo was verkaufen könnten. Tinte und Papier war schweineteuer, hatten wir festgestellt. Siegel haben wir auch noch nicht. Ah, guck mal, er möchte... Ach, eine Bestattung. Wir hatten ja einen bestattet. Okay, dann kriegt er die Bestattungsurkunde. Da kriegen wir auf jeden Fall Kohle für. Das ist doch schon mal was. 1,50. Gut, dann haben wir das auch. Dann sind wir wieder ein bisschen bei Bargeld. Das heißt, wir können jetzt zum Bauern gehen. Das war, glaube ich, beim Bauern die Möhren, ne? Der hatte ja nicht nur die Samen, sondern er hat auch die Möhren. Wollte der, aber ich habe doch 7 und er wollte 5. Wieso stand da 10? Wucher, oder? Gut, dann gehen wir jetzt hier runter. Er will seinen Anteil. Jetzt steht der Bauer hier noch nicht mal mehr. Ist ja auch doof, oder? Ah, da brauche ich noch 40 beim Bauern. Ah, was machen wir jetzt? Sohnemann, sag mal, wo dein Vater ist. Ja, toll. Ja, der kommt jetzt auch nicht gerade da raus, oder? Kann ich hier ein paar Möhren klauen? Nö. Und weiter kommt man hier bestimmt auch nicht, oder? Nö. Das war's dann wohl. Okay, bei den Kürbissen kommt man nicht durch. Ja, können wir keine Möhren kaufen gerade. Das ist schlecht. Dann gehen wir mal nach Dingens zum Schmied hin. Vielleicht steht er jetzt vor der Tür, dass wir da das abgeben können. Ein bisschen doof. Ist er da? Ja, er ist da. Dann können wir da auch was kriegen. Handeln wir mit dem.
so 1,12. Nehmen wir auch, weil, ne? Irgendwo muss das Geld ja erstmal herkommen. So, jetzt gehen wir mal gerade nach oben gucken, ob da das Camp ist, damit ich euch das zeigen kann. Ich glaube erst hier lang und dann da hoch, oder? So, hier muss es hoch sein und dann muss es auf der rechten Seite sein. Wenn es das richtige Camp ist. Das könnte noch das Camp von dem Typen sein, der da von uns noch was haben wollte, diese Fischfilets, ne? Bin mir nicht sicher. Ne, das war das Camp mit den Fischfilets. Schade, da kommen wir nicht weiter. Also wir befinden uns jetzt hier an der Schranke. Die Frage, wo wir hin müssen. Ich gehe mal hier lang, in der Hoffnung, dass wir das Camp irgendwo finden. Hier ist ein Turm, nur geht es aber nicht lang. Hier ist Holzfällen verboten, wie da so schön steht. Ne, hier ist nichts. Da war zwar ein Zelt, aber nicht für uns. Ah. Wer war das? Keine Ahnung. Ah, Steinmetz ist das, okay. Wir haben also zwei Steine, die wir verkaufen können. Für 21. Machen wir mal, oder? Kommen wir mal an Geld ran. Müssen wir mal gucken, kommen wir hier nebenher? Ich glaube ja, oder? Das ist der Beekeeper. Der Imker. Oben war der Müller, da gab es nur Mehl, ne? Stopp. Wo kriegen wir die Möhren beim Bauern? Der Bauer war hier unten. In der Hoffnung, dass er jetzt da ist. Das wäre sonst ärgerlich, wenn er jetzt heute Feierabend hat und nicht da ist. Drei Möhren brauchen wir wenigstens. Da steht er aber zum Glück. Handel. Möhren. Okay. Kaufen wir und wir brauchen aber noch Karottensamen mehr dann. Ach, da können wir zwei Felder mitmachen noch. Okay. Jetzt ist die Frage. Hatten wir das andere? Irgendwas fehlte uns noch. Fehlten uns die Rübendamen? Okay. Und der Kohlsamen? Nehmen wir auch mit, ist egal. So, jetzt haben wir da ein bisschen Geld investiert. Der will uns sowieso nichts sagen. Der sagt uns, irgendwann hat er eine Aufgabe bestimmt für uns. Dafür ist er da. So, dann mal schnell aufs Feld. Am Hexenhügel vorbei. Ist die Frage, wo das Camp ist, ne? Und das ist ja geheim. Super geheim, damit, ne? Niemand die findet, sonst hätten wir da ein Problem. Oder die haben ein Problem. So, wir haben jetzt hier. Das sind Möhren. Ach, die sind. Sind die schon fertig? Nein. Sieht nur so aus. Das sind Rüben. Das sind nochmal Möhren. Was haben wir denn hier da noch? Den Kohl müssen wir erstmal da. Karottensamen. Kohlsamen. Hätten wir einen mal mehr gekauft. Wäre besser gewesen, ne? Wähle eine Ressource. Fertigen. So, jetzt wächst auch der Kohl. Ja, dann gehen wir mal Karotten hier noch im Felder machen. Ich glaube, mehr geht sowieso nicht, oder? Feld bestellen. Da.
Da auch. So, was können wir noch drauf sehen? Zähne haben wir. Okay, fertigen. Kriegen wir auch noch mal hin. Fortfahren. So, da sind dann Karotten noch zusätzliche. Das ist noch nicht fertig. Das heißt, die Leiche gibt es auch noch nicht. Doch, hier gibt es schon was. Aber da haben wir nichts für. Ach, das war das mit den Bohnenstangen und sowas. Gut, da sind wir dann durch. Können wir denn hier noch was machen? Brennstoffe von Stöcken. Nee, das brauchen wir nicht. Wir brauchen Brennholz. Ich glaube, das war hier, ne? Brennholz. Fertigen. So, das haben wir erledigt. Jetzt können wir da Brennholz auch reinstecken. Die Frage. Geht das alles so? So, jetzt läuft das erstmal. Gut. Hier können wir nur Grabsteine basteln, obwohl da geht ja auch noch andere Dinge, ne? Ein Stein. Da fehlt uns Lehm zu. Das würde bedeuten, wir machen den hier noch. Aber haben wir gerade nur einen. Dann arbeiten wir da dran. So. Fertig. Warte mal. Da fehlt uns jetzt der Lehm. Keine Ahnung, wo wir den wegkriegen. Hier kriegen wir Grabsteine weg. Kriegen wir 3 Stück raus. Na komm, machen wir. Wir brauchen ja wieder einen, oder? Obwohl es eigentlich nicht mehr vonnöten ist, so viel zu kriegen. Keine Energie mehr. Was können wir essen? Nutzen wir das. So, jetzt haben wir wieder Energie. Eine Tasse daneben gegriffen. Jetzt hat er Wasser geholt. Ich wollte kein Wasser holen. Ich wollte einfach nur Dingens hier machen. Grabsteine. Jetzt haben wir keinen Platz mehr, ne? Super, oder? Läuft. Nochmal da runter und den letzten auch noch gerade holen, bevor wir den vergessen. Haben wir jetzt. Eisen ist noch nicht fertig, bringt uns aber viel Geld. Wo ist der Donkey? Da. Das war erst der Anfang. Revolution hier, oder was? Stand da auch, glaube. Musst du das unbedingt mir hier machen? Ja, muss ich. Das ist nicht deine Straße und das ist mein Manifest. Okay. Ich dachte erst, dass du ein netter Esel bist. Bin ich auch, nur nicht zu dir. Was denn eh fertigen? Also dann müssen wir wieder... Der will 10 Karotten. Der hat doch nur von 5 gesprochen, oder? Jetzt will er noch Öl haben für seine Karre. Shit. Jetzt ist die Frage, wo wir das Öl wegkriegen. Aber wir gehen erstmal den Grabstein setzen, oder? Minus. So, wir müssen das erst noch arbeiten.
So, jetzt nur noch minus 4, okay. Wo kriege ich denn jetzt Öl weg, ne? Gute Frage. Alter Friedhof, Qualität ist 1. Gehen wir mal gerade nach hier links, da war eine Brücke, aber die ist immer noch kaputt. Ich wüsste gern, wo das Lager ist. Und wo ist Lehm? Das ist die Frage. Für irgendwas brauchten wir auch Lehm. Leider kann ich das hier nicht so ganz so sehen, wo Lehm ist. Aber hier oben war doch was, ne? Oder? War hier das Lehm? Oder der Lehm? Okay, das sind alles keine Sachen, die jetzt so schwierig sind, eigentlich herzustellen, ne? Kaputter Bienenstock. Aber da weiß ich noch nicht, was ich dafür brauche. Aber hier können wir noch mal ein bisschen was ernten. Die Blume wollte ich nicht, ich wollte die Beeren haben. Keine Energie mehr. Das ist ja doof. Haben wir noch was zu essen? Ja klar, die Beeren. So. Da ist auch noch ein Beerenstrauch. Beeren, nicht Bären. So, da sind wir schon durch mit. Ich weiß nicht, wo es den Lehm gab. Da ist ein Feuerchen. Hier ist nix. Hier ist schon unser Zuhause. Fertigen, was war hier? Friedhofsklamotten waren hier, oder? Ja. Können wir noch ein Holz aus Grab basteln. Oder eine Holzplanke. Ist jetzt nicht so das, was wir brauchen, oder? Hier Eisen. Das brauchen wir doch hier, ne? Ah, fertigen wir das. Keine Energie mehr. Nee, das war falsch. Dann müssen wir wieder das benutzen. Benutzen. So, weiter fertigen. Jetzt haben wir das. Da ist schon wieder ein Dingens frei, den kann ich aber nicht mitnehmen. Nur noch irgendwas loswerden hier, oder? Hoher Aufschnitt. Was können wir denn noch loswerden hier? Unser Inventar ist voll, ne? Das geht rüber. Ernteabfall. Warte mal, der Ernteabfall kommt auf den Kompost. Die Möhren sind schon fertig, ja. Ja, der Abfall geht nicht mit. Super, oder? Den Hanf kriegen wir auch nicht mit. Komposthaufen. Der geht von alleine, gut. Er nimmt jetzt nichts mit. Das auch nicht. Was macht mein Inventar denn? Holzkeile, Rübensamen. Wir müssten hier eine Kiste bauen. Kann man hier eine Kiste bauen? Ne. Doch, da, Kiste. Ja, super, wir brauchen 4 Nägel dafür und eine Planke, einen Balken. Das machen wir mal, ne? Knapp daneben ist auch vorbei, ne? Nicht genug Ressourcen. So, da fehlt uns das. Können wir auch nicht nehmen. Meine Güte. Ist das schwierig? Hier ist eine Planke. Was ist mit dem ruinierten Buch?
Ein paar Eisenstücke. Was können wir denn irgendwo hinlegen? Können wir im Haus noch was reintun? Oder ist es die gleiche Kiste? Ne, ist nicht die gleiche Kiste, okay. Das ist dort der Wärterschlüssel dahin. Den Grabstein tun wir hier hin. Keine Ahnung, wofür das gut ist. Ja. Der Fisch. Okay. Das tun wir auch mal gerade hier lassen, das auch. So, ist schon ausgewählt, komplett. Ernteabfall haben wir wieder. Karotten brauchen wir immer. Karotten lassen wir mal auch hier. Der Esel kriegt das dann immerhin hier, ne? Hoher Aufschnitt. Fertigen. Ah, wir sind schon wieder müde, ne? Jetzt haben wir auch nichts zu essen. Ja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt wieder einen Cut. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Leider konnte ich euch das Flüchtlingslager nicht zeigen, aber naja, ich könnte ja mal gucken, wie weit es ist, dass wir hier einmal schlafen gehen. Dann könnte es ja sein, dass es vielleicht danach wieder eine Erscheinung gibt. Gucken wir mal. Vielleicht fragen die ja nach irgendwas. Schlafen wir gerade und gucken dann weiter. So. Speichert den Fortschritt. Und da ist er. Ich fühle mich so erfrischt. Der war das. Heiliger Strohsack, wer bist du? Ein Dieb? Ah, das war letztes Mal nicht da. Aber das ist jetzt die gleiche Geschichte nochmal. Nein, entschuldige die Störung, ich bin kein Dieb. Aber bist du sicher, dass du kein Dieb bist? Warst du schon mal im Knast? Ja, wir sind vor 3 Tagen aus dem Gefängnis abgehauen. Wow, ein Wiederholungstäter, wie cool. Lieber Wärter, ich kann doch überhaupt gar kein Dieb sein, ich bin ein Marquis. Na also, ich habe schon von Auftragshändlern gehört, die sich Baron, Viscount und Gräfin nennen. Hör mir zu, bitte. Ich, der Marquis Teodoro Junior und mein Freund, wir wurden von der Inquisition zum Flammentod verurteilt. Aber wir sind keine Ketzer, das ist alles nur übelste Nachrede. Also sind wir aus dem Gefängnis ausgebrochen. Allerdings konnten nicht alle aus der Stadt fliehen. Diejenigen, die überlebt haben, in der Nähe ein Lager aufgeschlagen. Und deswegen bin ich hier, Wärter. Wir brauchen deine Hilfe. Ich kenne diesen Black Gaya, wir bezahlen dich dafür. Geld regiert die Welt. Zeigt mir euer Camp und lasst uns eure Einzelheiten bereden. So, jetzt geht er los. Ich gehe mit, kann gar nicht anders. Und unsere Diener haben uns heimlich ein paar Sachen und etwas Essen für die ersten Tage beschafft. Aber wir brauchen mehr, um zu überleben, und wir wissen nicht, wohin wir gehen sollen. Warum jagt ihr dann nicht oder sammelt Pilze und Beeren? Ein Gemüsegarten wäre auch nicht schlecht. Du hast recht, aber bitte versetz dich in unsere Lage. Wir alle gehören der Aristokratie an. Wir haben keine Erfahrung und nicht die richtigen Kenntnisse, in solchen Umständen zu leben. Wir kennen uns aus mit Philosophie, Etikette, Rhetorik. Kannst du uns mit Essen und Trinken helfen? Und keine Sorge, wir haben mehr als genug, um dich für deine Dienste zu bezahlen. Jetzt guckt er sich um. Essen und Trinken, das klingt nicht besonders kompliziert. Okay, dann lockert mal eure Geldbörsen. Toll. Es gibt da nur noch eine klitzekleine Kleinigkeit. Die Inquisition sucht nach uns. Das heißt, wenn du irgendjemand von uns erzählst, werden wir vermutlich gefoltert und getötet. Klar doch, streng geheim. Und noch was. Einer meiner Freunde wollte dich unbedingt treffen. Meister Allerich, der einzige Inquisitor, der uns bei der Flucht geholfen hat. Der Einstige. Friedhofswärter, was für eine Ehre, dich zu treffen. Freut mich auch, aber du musst lauter reden, er hört nicht mehr so gut. Aber ich habe doch noch recht nichts getan, viel lauter, er ist beinahe taub. Um solchen Respekt zu verdienen. Das hast du und das wirst du, Teodoro. Könnten wir einen Moment lang unter 4 Augen sprechen? Natürlich, Meister Allerich, eure finsteren Geheimnisse gehen mich zum Glück nichts an. Und nun weißt du über die Rolle, zu deren Ausübung du berufen wurdest. Wie bitte? Was hat der uralte Gott dir gesagt, als er dich hierher brachte?
Er durchschaut mich sofort, das ist mir echt unangenehm. Keine Ahnung, wovon du da redest. Ich bestatte Leichen, halte Predigten, handle mit Menschenfleisch, sonst nichts. Lüg mich nicht an, Wärter, ich weiß mehr, als du dir vorstellen kannst. Warum fragst du mich dann aus, Meister Alderich? Ich verstehe, vergiss meine Fragen. Geh, lass mich einfach in Ruhe. Kein Problem, schönen Tag noch, Meister Alderich. Dieser Typ braucht echt ein Hörgerät. Schenk ihm nicht zu viel Beachtung. Alderich ist ein selbstsüchtiger und grausamer alter Mann. Wie die anderen Inquisitoren. Aber du sagtest, dass er dich gerettet hat, Marquis. Ist das kein Grund, um dankbar zu sein? Vielleicht, aber es gibt auch viele Gründe, nicht dankbar zu sein. So, jetzt sind wir hier. Jetzt gucken wir mal auf die Karte. Ich sehe es nicht. Ich weiß nicht, wo es ist. Ich weiß auch nicht, was wir hier machen müssen. Strand. Tja. Wie soll das hier gehen? Wo ist das? Wo sind wir? Das ist die nächste Frage. Da ist ein Sumpf. Gucken wir mal. Wir gehen einfach mal nach Süden und gucken, wo wir sind. Ah, wir sind da oben. Da unten war der Bienenstock. Den hatten wir doch noch. Ah, jetzt ist hier auch frei. Alles klar. Das ist dann ohne uns frei geworden. Ja, dann gehen wir doch mal erstmal nach Hause. So, falsche Richtung. Warte mal, wir können hier noch ein bisschen vielleicht mitnehmen. Und das haben wir dann auch. So. Dann schauen wir mal, ne? Hier ist unser Zuhause. Das Eisen ist fertig. Das können wir dann noch bauen hier. So, kriegen wir auch noch ein paar Nägel hin, weil die brauchten wir ja auch. Wir hoffen, dass es noch reicht, was wir haben. So, Nägel sind da. Ist nur die Frage, wofür wir die brauchten, ne? Wir brauchen Öl. Öl brauchen wir eigentlich. Ach nee, wir wollen eine Kiste bauen. Warte mal, wir haben hier... Ach, okay, die Sachen sind noch nicht weg. Das ist schon mal gut. Wir wollten hier eine Kiste bauen. Dafür brauchten wir die Nägel, richtig? Und Balken, 4 Stück. Super. Kriegen wir auch noch. Hatten wir die nicht in der Kiste? Ich glaube, die hatten wir in der Kiste. Ah, diese Stöcke, das ist nervig. Wir sollten vielleicht auch Neues anpflanzen, wenn wir können, ne? Rübensamen. Fertigen. Karottensamen. Fertigen. Haben wir. Da haben wir noch Hanfsamen. Das Problem ist, dass wir nicht genug haben, ne? Da müssen wir noch was tun, dass das besser wird. Der Donkey, der will ja auch immer, ne? Genug haben. So, hier waren noch Planken drin, ne? Okay, dann gehen wir jetzt mal rüber. Da hinten irgendwo muss jetzt die Kiste gebaut werden. Das ist nur wegen Halloween da, diese Vogelscheuchen und so, ne? So, jetzt bauen wir eine Kiste und die setzen wir mal hier hin, oder? Kann man die irgendwo... Ach nee, hier gibt es nur einzelne Felder, wo man das kann. Okay, dann setzen wir die da hin. So, Escape. Dann wollen wir raus. Dann gehen wir da hin. Was war das? Eine Made und Tor von mir gekriegt, okay. Gibt es da noch mehr? Nein. Dann bauen wir unsere Kiste mal gerade noch auf. Und dann gibt es hier die Klamotten rüber. Das war der Hanf, der geht auch, bleibt auch hier. Ich weiß noch nicht, wofür wir den brauchen. Okay, wir können mal rauchen wahrscheinlich. Ein Torf noch dabei. Da brauchen wir das Wasser hier auch, keine Ahnung. Die Made lassen wir auch mal hier. Ich weiß noch nicht, wofür die gut ist. Das, das. Und hier oben noch den Ernteabfall nicht. Die Möhren, die Dingens. Nehmen wir mit. Den Ernteabfall, den können wir bestimmt hier ins Dingens widerlegen, ne? Anfertigen. Da gibt es wieder Torf, okay. Torf müssen wir wahrscheinlich hier dran schmeißen. Geht das?
Okay, nimm den Torf mal mit. Und guck mal, ob wir die Möhren da besser mit behandeln können. E. Aha. Fertigen. Okay, ich weiß nicht, wofür es gut ist. Sieht aber gut aus. Fertigen. Ich glaube, dadurch wird die Qualität besser. Vielleicht kriegen wir dadurch mehr Samen. Fertigen. Der Riss ist schon bepflanzt. Okay, dann geht das erstmal nicht. Gut, müssen wir abwarten, bis da wieder was rauskommt und dann müssen wir gucken, ob das besser ist. So, wir haben keine Steine mehr. Wir haben wahrscheinlich kein Holz. Holzkeile. Ich weiß nicht mehr, wofür wir die Holzkeile gemacht hatten. Die hatten wir auf jeden Fall. Aber wir machen jetzt mal hier abspeichern und beenden die Folge hier. Ich würde mal sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn ihr noch kein Abo habt, macht eins. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade und gerne Kommentare schreiben, genauso gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Vorschau Nummer 12 war das übrigens, habe ich glaube gar nicht gesagt. Bis dann. Ciao.